Heute fand wieder Ausschuss Digitale Agenda statt. Vor allem spannend dort die Anhörung zum Thema Twitter sperrt. Ihr habt es bestimmt schon mitgekriegt, in den letzten Tagen ging es quer durch die Medien, dass diverse Accounts wegen sogenannter Manipulation von Wahlen gesperrt oder einzelne Tweets gelöscht worden sind. Teilweise völlig absurde Sachen. Safsan Chebli hatte was erzählt über die Häufigkeit des Namens Mohammed in ihrer Familie. Die Jüdische Allgemeine Zeitung hatte etwas berichtet, das auch gar nichts mit den Wahlen zu tun hatte. Und alle diese Konten wurden vorübergehend gesperrt. Dazu wurde Twitter heute befragt. Die größte Überraschung für mich war die Antwort, nein, das waren keine Algorithmenfehler, die da Daten falsch bewertet haben. Es waren Menschen, die da gesessen haben. Irgendein Mensch bei Twitter angestellt hat entschieden, dass die Jüdische Allgemeine Zeitung die Wahlen manipuliert mit einer völlig normalen Zeitungsmeldung. Und das finde ich schon außerordentlich seltsam. Es werden dort Mitarbeiter jetzt nachgeschult. Offenbar war man nicht ausreichend auf diese Prozesse vorbereitet. Man war auch überrollt von der Welle, die es gegeben hat. Denn an diesem Verdacht, dass es eine konzertierte Aktion vor allem aus der rechten Ecke gab, könnte etwas dran sein. Zum politischen Ursprung der Meldungen konnte Twitter zwar nichts sagen, aber sie haben gesagt, es gab 10-mal so viele Fälle von Meldungen zur Manipulation von Wahlen wie bei vergleichbaren Nutzerzahlen in anderen Ländern in Europa. Das finde ich ist schon sehr auffällig. Da bin ich gespannt drauf, was Twitter später aufgrund einer im Moment durchgeführten Analyse uns mal erzählen wird, nämlich vielleicht auch zu den Hintergründen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Für mich ist auch die Bundesregierung in der Pflicht. Die muss dafür sorgen, dass Twitter transparenter und nachvollziehbarer, klare Prozesse hat, dass man auch weiß, was wird eigentlich wie und von wem und nach welchen Kriterien entschieden und dass nicht mehr solche intransparente Willkür herrscht wie jetzt.